Abiezen findet man häufig auf Wiesen- und Gebüschrändern. Die deutsche Bezeichnung dafür ist Doldenblütler. Woher kommt der Name? Von ihrem Blütenstand, der Dolde. Dieses ist nochmal zusammengesetzt aus mehreren Döldchen. Korrekterweise würde man aber das Ganze als Doppeldolde bezeichnen. Zur Bestimmung müssen wir uns den Blütenstand zunächst näher anschauen. Hier haben wir das Involucellum, das Tragblatt der Döldchen. Andere Arten haben noch vorgelagerte Hüllen, das sogenannte Involucrum, das als Tragblatt der Dolde dient. Hülle und Hüllchen sind also bestimmungsrelevant. Die Frucht der Apiaceae, die Achene, ist besonders wichtig für die Bestimmung der Arten. Unten befinden sich die Kapelle, die jeweils einen Samen enthalten. Der darüberliegende Teil kann verlängert sein und wird als Schnabel bezeichnet. Es gibt Arten mit geschnäbelten und Arten mit ungeschnäbelten Früchten. Auf dem Schnabel liegt der Diskus oder das Nektarium. Diese Frucht ist ungeschnäbelt. Wir schauen uns heute hier einen ganz besonderen Vertreter der Doldenblütler, der Familie der Apiaceae an. Und zwar ist das der Riesenbärenklau oder auch Herkulesstaude genannt. Diese Pflanze ist phototoxisch. Was heißt phototoxisch? Wenn ich mit dem Pflanzensaft in Kontakt komme, also der auf meine Haut kommt und dann die Sonnenstrahlen drauf scheinen, dann kommt es zu Verbrennung. Schauen wir uns mal ein ganz besonderes Exemplar an, das besonders hoch gewachsen ist. In Deutschland ist der Riesenbärenklau nicht heimisch. Er ist ein Neophyt. Er kommt ursprünglich aus dem Kaukasus und wurde als imposante Zierpflanze hier importiert. Er breitet sich nun aus und ist auch oft eine Plage für die Bauern. Und deshalb werden häufig Schafe zum Beispiel eingesetzt, um die Region abzuweiden. Das gelingt dann für eine Zeit, aber meistens treiben dann wieder die abgefressenen Reste wieder aus und die Plage geht von neuem los. Innerhalb der Familie der Apiaceae haben wir auch Nutzpflanzen. Bei der Möhre handelt es sich um das Speicherorgan, das aus der Wurzel und dem Hypokotyl besteht. Die Speisemöhre ist eine Kulturform der wilden Möhre, Daucus carota. Die wilde Möhre ist leicht zu erkennen. In der Mitte der Dolde sieht man oft eine schwarz gefärbte Blüte. Es sieht so aus, als ob sich ein Insekt auf der Blüte befindet. Sie soll andere Insekten zur Bestäubung anlocken. Auch die Petersilie Petrosilenum crispum gehört zu den Doldenblütlern. Von ihr werden die Blätter zum Würzen von Speisen genutzt. Die Zuckerwurz ist eine alte Nutzpflanze. Sie wurde zum Süßen von Speisen verwendet, bevor Industriezucker für alle erschwinglich wurde. Dabei wurden vor allem die Wurzeln, aber auch die Blätter verwendet, die sehr aromatisch sind. Ein naher Verwandter, der breitblättrige Merk, Sium latifolium, galt bis ins 20. Jahrhundert als Heilpflanze bei Harnstein. Die giftigen Polyacetylene rufen jedoch Magen-Darm-Reizung hervor, weshalb diese Pflanze heute nicht mehr phytotherapeutisch eingesetzt wird.